Wir haben beim letzten Mal sogar ziemlich erfolgreich schon einiges geschafft. Also man sieht, mit der Ocarina fangen wir ja sowieso an. Wir haben Bogen und Feuerpfeile direkt bekommen. Bomben, Bombschuss. Gut, die Dinger sowieso hier kriegt man es recht schnell. Wir haben die magischen Bohnen und das Auge der Wahrheit und 4 Flaschen bekommen. Das ist schon mal einiges. Wir haben die Goronmaske bekommen, die uns sogar sehr gut geholfen hat. Die anderen 4, joa. Wir haben Gurts Vermächtnis schon mal bekommen. Das ist auch ziemlich cool, dass wir den schon mal platt gemacht haben. Ich glaube, wir haben sogar schon den größten Köcher und immerhin die zweitgrößte Bombentasche. Elegie des leeren Herzens haben wir bekommen. Das Goronlied und Sonate des Erwachens und Epona's Song. Ein paar Karten haben wir zumindest auch bekommen. Joa, haben oben bei den Goron eigentlich schon sehr viel geschafft. Joa. Zur Erklärung nochmal, es ist so, dass einfach alle Items, die irgendwie wichtig sind, mit anderen Items ausgetauscht werden. Ganz einfach. So, jetzt nochmal kurz die Frage. Ich glaube, die Musik ist... War die okay? Ich glaube, die war zu laut, ne? Ich meine eigentlich nicht, aber irgendwie sieht es so laut aus bei dem Ausschlag. Wo fangen wir an? Ich hole mir erstmal ein bisschen Geld. Ihr könnt mir gerne sagen, ob es laut ist oder nicht. Leiser, okay. Weiß ich, irgendwie sah das aus, als würdest du unglaublich laut ausschlagen. Habe ich nicht sogar noch leiser gehabt? Moment! Ich glaube, ich weiß, woran es liegen könnte. Kann es sein? Nee. Das ist noch auf der gleichen Lautstärke. Kannst du auch mal reinhören und mir sagen, ob lauter, ob es leiser machen sollte? Na gut. Dann können wir das gerade noch so als kleinen Testlauf sehen. Und die können mir gleich sagen, ob ich es noch leiser stellen soll. Boah, das geht so schön schnell mit dem Goronen. Etwas leiser doch am besten noch. So, na, schade. Direkt schon gesehen. Dreimal fest drauf. Ja. Das heißt, so ein Schlag von einem Goron ist genauso schwer wie 2 unserer Sprungattacke als Link. So. Oh no! Verstecken in der Erde. So. Mehr können wir eh gerade nicht tragen. Dann einmal zum Bombenshop. Wir haben nämlich irgendwann am Anfang mal die Bombentasche geholt. Wir haben aber nur die große Bombentasche geholt, nicht die kleine. Na, okay, ich kann den gar nicht kaputt hauen. Dann halt so, um wieder ein bisschen Magie zu kriegen. Und noch ein Herz und noch ein paar Pfeile. Perfekt. Also es war jetzt immer noch ein bisschen laut. Oder geht's? Ein bisschen vielleicht. Okay. Komisch, warum es einmal wieder so laut ist. Ich muss eine Sache nochmal kurz gucken. Okay. Bombenladen. Hier. Autsch. So, welcome. So, und dann ist einmal die normale Bombentasche. Die haben wir nämlich noch nicht gekauft. Die ist... Ein kleiner Schlüssel für den Snowhead-Tempel. Moment. Das schreibe ich mir eben auf. Okay. Wissen wir das auch schon mal. Ach nee, ich kann bei dir noch keine Dinger kaufen. Dann kann ich auch wieder gehen. Da brauchen wir nur noch den dritten Schlüssel. Und die Dekomaske, dann können wir den sogar komplett machen. Wir brauchen eh noch die Feen dort, ja. So, dann... Damani. Um den müssen wir uns auch noch kümmern. Warum rennt der Bombler nur im Schlüpper rum? Frag besser nicht.
So. Hoppala. Ich wollte eh runter. Ich wollte nämlich noch mal ein bisschen Geld holen. Wir können nämlich, was ich ganz vergessen habe, bei dem Goron auch noch mal einkaufen. Die haben nämlich auch noch mal einen Shop. Und da gehen wir gleich noch auch einmal hin. Und wir müssen so oder so noch zu Damani. Den haben wir beim letzten Mal irgendwie ein bisschen weggeglitscht. Inu, danke für 9 Monate Treue. Super geil von dir. Kann ich den eigentlich auch einfach wegschmelzen? Kann ich das Ding da irgendwo einfach wegschmelzen? Na komm, kein Bock jetzt die Pfeile zu wechseln. Naja, das Zappa-Leute ist irgendwie jetzt verdammt leise, weil das Spiel plötzlich so laut ist. Ich meine, ich habe das ja auch als letztes gestreamt. Ich frage mich gerade, warum das so unendlich laut ist einfach. Weil eigentlich sollte das schon eine normale Lautstärke haben, so wie es vorher hatte. So. Was ist alles random? Alle Items, die man aufsammeln kann. So, die Sache ist, ich habe ja jetzt schon Dinge. Wir rollen einmal zum Goron-Dorf und gucken mal, ob er denn schon dort ist, der Geist. Oder ob wir ihn erstmal, also ob er noch dort ist oder ob wir ihn erst mitnehmen müssen. Also man hat quasi nur das Schwert und Schild. Ocarina, da die Hymne der Zeit und das Lied der Befreiung von Anfang an. Alles andere ist, jo, random, so. Ich sehe hier keinen Schatten. Das heißt, Damani ist wahrscheinlich oben schon beim Grab. Dann einmal zum Goron-Shop und hoffen, dass ich alles kaufen kann. Sonst müssen wir zwischendurch rausgehen und ein bisschen noch was noch mal ein bisschen was an Geld holen. Oh, das Lied der Schwingen wäre so gut. Wenn man das endlich hätte. Da müssen wir nicht auch ständig hin und her laufen. So. Den habe ich nämlich komplett vergessen hier. Ich sag mal, wer geht auch hier rein in den Goron-Shop? Whatever. Welcome. Wie viel kosten die? 40, 40, 80. Ja, immerhin zwei Sachen können wir kaufen. Nehmen wir mal das hier. Yo! Die Kitenmaske. Beim Goron gleich im Shop das linke und das mittlere Item. Und die Maske der Wahrheit. Nice. Nur für das andere habe ich noch kein Geld. Und was hatten wir noch? Die normale Bombentasche hast du auch schon abgehakt im Shop. Es sind was Wahrheit Maskenhändler. Ja. Müssen auch das zweite Ding dann noch irgendwann. Also das war schon mal ziemlich cool, was der hatte. Gerade mit der Kitenmaske können wir uns quasi noch ein Herzteil holen. Und mit der Maske der Wahrheit auch. Die droppen auch nichts Interessantes. Na gut, gehen wir jetzt erstmal hoch zu Darmani. Ups. Voll abgeprallt einfach. So. So, und diesmal das Ding gleich nicht direkt verschieben, sondern erstmal mit ihm reden. Falscher Knopf. Oh. Natürlich hält er sich nicht fest. Ach, Link. Oh. Ach, jetzt kannst du plötzlich hier rausklettern.
Gestern? Nee, vorgestern konntest du es nicht. Nee. Erstmal schön im Eiswasser treiben. Na? Na? Okay, lassen wir's. Mal funktioniert es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Wir sind in 2 Tagen gewachsen. So, zack. Dann einmal rüber. Und wieder hoch. Das ist auch random, ja. Wir können uns gleich in der Stadt nochmal ein paar Rubine abholen. Von dem Bürgermeister. Und dann kommen wir nochmal hier zurück und kaufen das letzte Item noch. Wer weiß, ob das vielleicht wichtig ist. So. Ein bisschen Magie holen. So. Erstmal mit dir reden. Das war der falsche Knopf. Wird sie auch denken. Was mache ich da? So, du bist Damani, da da da, du bist tot. Heal my wounds. So. Ja, der Bürgermeister drückt uns immer noch die Hunis in die Hand. Finde ich gut. So, kriegen wir jetzt auch mal ein richtiges Item hier raus? Oh, nice! Die Pulverfässer! Damani's Undying Feelings by Snowhead. Das ist ziemlich cool. Das ist sogar ziemlich geil, weil jetzt können wir auf die Farm. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir das jetzt hier noch kriegen würden, aber... Eigentlich wollte ich diesen Run ziemlich bald direkt einfach wieder resetten, sobald ich nur die Kleinigkeiten mache. Aber damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die Farm. Die Goron-Bomben. Und es ist sogar noch recht früh, das heißt, wir können uns da auf jeden Fall noch ein paar Sachen abgreifen. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Glück und kriegen irgendwie noch, keine Ahnung, Stuff. Voll die Oberschenkel in die Rippen gerammt. So kann man es auch nennen. Au. So. Erstmal hier nochmal ein bisschen was mitnehmen. Brumm. Wupp. Moment. Oben. Yay! 3 Rubine. Oder so. Nice. Direkt erwischt. Autsch. Dafür wurde ich auch erwischt. Das war die Kantate des Lichts. Ja, so manchmal sind das auch so ein paar alte, altbekannte Lieder dran. Hier habe ich mir gerade meinen Kopf in seinen Arsch gesteckt. Soll nicht so gesund sein, den Kopf in einem Dodongo-Arsch zu haben. Wobei. Einfach um das abzuschließen, gehen wir jetzt doch nochmal kurz hoch in die Berge, holen uns das letzte Item von dem Händler. Und gehen dann auf die Farm. Weil dann wissen wir, zumindest haben wir das schon mal vollständig. Am Ende kriegen wir sowieso gleich noch die Sonate hier, die. Das Lied der Schwingen oder so. Und können uns eh hin und her porten. Aber bevor ich das vergesse. Man kann nicht zweimal dieselbe Maske halten. Die ist ja dann quasi aus dem Pool dann raus. Von dem, was man so bekommen kann. Ich sag mal, du kannst ja im Spiel auch nicht zweimal die gleiche Maske bekommen. Dementsprechend, sobald man was bekommen hat, was... Ich sag mal, jedes Item wurde einfach an einen anderen Ort gesetzt. So einfach ist das. Dementsprechend, sobald man ein Item hat, hat man es halt.
Achso, dann meinst du, ah, wenn man das mehrmals hintereinander in einem anderen Zyklus macht, dann kriegt man 5 Rubine einfach. So war das gemeint anscheinend. Entschuldigung, wenn ich die Sachen im nächsten Zyklus nochmal hole, sind es 5 Rubine einfach, ja. Warum gerade 5 Rubine, weiß ich nicht, aber 5 Rubine halt. So. Mein lieber Goron-Shop-Freund, du hast das eigentlich gerade ziemlich Hype gemacht, indem du uns 2 coole Masken eigentlich gegeben hast, für die man, mit denen man nochmal eine Sache holen konnte. Jetzt vervollständige bitte das Trio und verkauf mir noch was richtig Geiles für dein letztes Item. Oh, willkommen. So. Das dritte Item ist... ein Zwacken. Der Goron-Shop ist fertig. Der Zwacken, den ich für 80 Rubine geholt habe. Worth it. Aber hey, ein Zwacken weniger im Pool. Feels bad, man. Na gut, dann haben wir hier oben erstmal auch alles. Dann können wir jetzt auf die Farm. Und uns quasi Epona's Lied... Sense! Danke für 15 Monate Treue. Super geil von dir. Epona's Lied einmal quasi holen. Und die... Belohnung für das Hunderennen. Es ist so gut, mit dem Goron einfach durch die Gegend zu rollen. Ja, ich habe 60 Rubine für nichts ausgegeben. Das ist wohl wahr. Ah, schade. Nehmen wir hier nochmal den Fuffi mit. Muss nämlich gleich ein bisschen Geld ausgeben. Nö! Okay, der hat sich nicht gedreht. Also der andere Goron hat das beste Geschäft seines Lebens gemacht. Das ist wahr. So. Wenn ich hier und da noch ein bisschen Stuff kriege, wäre das auch ganz gut. Also sowas wie... Magie. Ja, das ist noch ganz gut. So, dann erstmal nehmen wir uns eine Flasche. Erstmal nehmen wir uns eine Flasche und die Kietenmaske. Einfach nur, um eine Fehde bei zu haben. Wer weiß, ob man die vielleicht mal braucht. So, nochmal mal gucken, ob wir die Rätsel schaffen von Kieten hier. Zur Not müsst ihr mir dabei helfen. So. How many mailboxes are there in Clocktown? Kannst du kurz mal dann googeln nach den Fragen von Keaton? Wenn ich mal überlege, da ist eine, da ist eine. Da? Ich glaube, da ist keine. Und da würde ich sagen 4 oder 5. Ja, der hat wirklich viele Fragen. Aber nach Mailbox suchen? Ist deutsch. Oh, dann Briefkästen. Ja, 5. Okay. Richtig. Wie viele Kuhfiguren gibt es? Oh, ich glaube, das waren 9 oder 10, wenn ich es im Kopf habe. 10. Ja. Ich weiß nicht, wo die alle sind, aber es sind eine Menge. Was für ein Instrument spielt das Horror-Kid? Flöte? Wie viele Kukos gibt es auf der Romani Ranch? Kukos? Oder suchen wir nach Romani einfach. 2? Kühe? Nee.
So ein anderes uns noch? Ja. Okay. Was für eine schlechte Angewohnheit hat Anju? Ich glaube, sie entschuldigt sich sehr schnell. Very good. Oh, wir kriegen sogar ein Herzteil von Keaton. Hast du es auch gefunden direkt in der Liste? So, dann wollen wir hier einmal aufmachen. Hallo! Und tschüss. Das Herz war sogar wirklich legitim, ja. So. Fast. Als ob! Geht doch. Wobei, ich glaube, ich habe es nicht getroffen, es ist von alleine in die Luft geflogen. So. Der Randomizer ist kaputt. Es ist zu viel über Svenja schießen. Ich glaube, der hatte von Anfang an den Spalt. Man kann da nur noch nicht viel machen am Anfang. So. Hippoda ist frei. Huh. Okay. So kann ich die Szene mit Epona. So, wer bist du? Du bist Romani, ich bin Long. Aber Grashüpfer ist cooler. Heute Nacht kommen sie. Die Aliens. Einfach abgekürzt, die Szene. Okay. Ich muss sie mit den Fallen erwischen. Dann let's go. Dream. Oh Gott. Wieder an die Fallsteuerung gehören, ja. Ich bin mir schon gewundert, warum Epona nicht reitet. Nice. Ich glaube, ich habe sogar den Rekord noch geschafft. Nintendo, danke für 9 Monate Treue. Super geil von dir. Yo! 59. Ich bin gut. Ihm ist er so leicht ein bisschen zur Seite versetzt. Das war jetzt quasi Eponas Song. Meine ich. Oder? Did you get that? Ja, heute Abend. Gar nicht knapp. Nee. So, dann zur Hunderennbahn. Mal gucken, ob wir das schaffen. So, ja. I want to try. Okay. Dann nehmen wir uns noch mal einen Hund und gucken mal, wer der schnellste von allen ist. Was sagst du? I can't predict the future, so I don't know. Nö. Du? I feel like I can win. Ja, vielleicht. Du? Du fühlst dich leichter als sonst. Das könnte vielleicht auch gut sein. Du? Na, du solltest nur gut abschneiden. Das klingt nicht so gut. Du? Nee, du bist besoffen. Du solltest auch nur gut sein. Dir geht schlecht. Du
fühlst dich unaufhaltsam. Du klingst nach einem Sieger. Probieren wir das doch mal aus. So. Ja, der Hund ist gut. So, wenn ich Erster bin, krieg ich das Dreifache. Wenn ich Zweiter bin, krieg ich das Doppelte. Und Britta bis Fünfter... kriege ich mein Geld zurück. So, ich muss halt mindestens 150 gewinnen. Dementsprechend reicht es, wenn ich Erster, Zweiter oder Dritter werde damit, mit dem Geld.